Gestern hat eine militärische Abwehrstation einen Notruf von einer privaten Forschungsbasis empfangen. Die erste Staffel von Helix dreht sich um ein Team von Wissenschaftlern, das einen Krankheitsausbruch unter Kontrolle bringen soll. Das läuft anders als erwartet. Dieses Ding tötet nicht, es vernichtet einfach. Ein unbekannter, schrecklicher Virus ist freigesetzt worden. Sie entdecken die Krankheit und all die dunklen Geheimnisse. Sie sind nicht sicher, ob die Menschen dort wirklich das sind, was sie vorgeben zu sein. Es ist eine verworrene Geschichte voller Geheimnisse und Ehrgeiz. Wenn unsere Erkenntnisse zutreffen, geht es nicht mehr nur um ein Virus. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. In der zweiten Staffel sind die Wissenschaftler zurück. Sie entdecken einen neuen Virus auf einem Kreuzfahrtsegelschiff. Ein Boot voll mit toten Menschen driftet im Pazifischen Ozean. 27 Tote. Wir haben keine Ahnung, was zur Hölle hier los war. Wir werden auf eine abgeschiedene Insel gebracht, um einen möglichen Krankheitsausbruch zu untersuchen. Als wir dort ankommen, stellen wir schnell fest, dass der Virus ganz anders ist als der, den wir letztes Jahr unter Kontrolle gebracht haben. Der Virus ist ekelhaft. Er wirft Blasen auf der Haut. Es entsteht eine Art Pilz im Mund, der die Menschen erstickt, weil er den kompletten Atemweg verstopft. Haben wir schon Essenszeit? Eine furchtbare Krankheit. Der Virus zwingt dich dazu, so viele Menschen wie möglich anzugreifen und zu beißen. Ein Niesen ist das erste Anzeichen, dass man infiziert ist. In Staffel 1 haben wir herausgefunden, dass die Ilaria Corporation aus Unsterblichen besteht. Sie haben Pläne für die Zukunft der Menschen. Wir versuchen herauszubekommen, wie viel Einfluss sie auf die Welt haben. Warum tun sie das alles? Was versuchen sie zu erreichen? Das wird nach und nach in der zweiten Staffel enthüllt. Es spielt keine Rolle, was sie tun, denn es werden immer Menschen hier sterben. Staffel 2 wird noch besser als Staffel 1. Sie tauchen in eine neue, andersartige Welt ein und untersuchen einen Kult und seine Hierarchie. Kult, Virus, Wahnsinn, Helix. Als wir an dem Kloster ankommen, in dem der Kult wohnt, entdecken wir, dass sie die selbstgezogene Nahrung modifizieren. Sie mischen sich auf molekularer Ebene in die Natur ein. Ein Risiko. Wenn wir Gott spielen und die natürlichen Prozesse beeinflussen wollen, dann bricht die Hölle über uns herein.